Am Mittwoch ist im Appenzeller Volksfreund ein Artikel erschienen, der auf den Skandal hinweist, dass fast 800 Millionen Menschen auf unserer Welt hungern. Umso unverständlicher ist es, dass der Nationalrat zusammen mit den Minderroden Vertretern eine Initiative von der JUSO abgelehnt hat, die die Nahrungsmittelspekulation stoppen will. Das heisst, der Spekulanten ist auf den Finanzmärkten weiterhin Tür und Tor offen, zum Beispiel den Preis von Getreide so in die Höhe zu treiben, dass die Armen von dieser Welt sich das Grundnahrungsmittel gerne nicht mehr leisten können, obwohl es in ihren Ländern in grossen Mengen hergestellt wird. Die Schweiz kann mehr. Ich setze mich dafür ein, dass wir die skrupellose Bereicherung auf Kosten der Ärmsten unserer Welt stoppen.